So, und damit begrüße ich euch wieder ganz herzlich zurück bei einer weiteren Folge von Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Ja, in der letzten Folge haben wir das Tutorial und die Vorgeschichte von Witcher erfahren und sind dann aufgewacht aus einem sehr unangenehmen Traum. Doch, wie es nun weitergeht, oder wie wird es nun weitergehen? Pferde aufsitzen, nähere dich einem Pferd und drücke E, um es aufzusitzen. Genau, denn wir sollen Wesimir folgen. Wie wir unter der Minikarte rechts oben sehen, folge Wesimir. Das tun wir auch gleich mal. Plötze. Plötze ist unser Pferd. Hab ich dir von dem Zauberer erzählt, der ständig davon geredet hat, wie nützlich sie doch sind? Pferde. Hexe sind meistens unterwegs und erledigen Aufträge. Sie ziehen durch tiefe Täler, über hohe Berggipfel und durch modrige Sümpfe. Zum Glück kann Geralt sich unterwegs stets auf sein Pferd Plötze verlassen. Drücke X, um Plötze zu rufen. Halte Umschalten links gedrückt, um zu kantern. Aus ihrem Blut Tränke brauen kann? Nein, weil sie Leichen fressen und damit Epidemien verhindern. Also. Wusste er, dass sie auch lebendige Menschen fressen? Nein. Weh und. Er war bestürzt. Es widersprach seiner Theorie. Umschalt. Drück in der Bewegung zweimal Umschalt links gehalten, um es zu galoppieren. Der Krieg läuft nicht gerade zu unserem Vorteil. Haben wir denn eine Seite? Boah, Alter. Voll. Radovitzreich meinst du? Wenn die Ausdauer eines Pferds erschöpft ist, kannst du nicht mehr galoppieren. Radovid hat versprochen, die alten Grenzen wiederherzustellen, sobald er den Krieg gewonnen hat. Und das glaubst du? Irgendwas muss man glauben. Das hält einen aufrecht. Die ganzen armen Familien hier. Was ist das denn? Seid doch mal ruhig da unten. Einige Zeit später. Gehen wir? Hilfe! Hilfe! Ist er weg? Ja. Komm raus. Gott, das war knapp. Ich dachte schon, ich ende wie mein Pferd. Wenn du Glück gehabt hättest. Dein Pferd ist sofort gestorben. Aber Greife spielen gerne mit ihrer Beute. Fressen sie bei lebendigem Leibe auf. Aha. Ihr wollt wohl eine Belohnung haben, nehme ich an. Der Punkt dabei ist, dass Hexer normalerweise Auftragsmenschen sind, die alles machen für genug Geld. Aber der Mann hat gerade wurde angegriffen und hat einiges verloren. Aber ein paar Kronen wären halt wirklich nicht schlecht. Ja, nein, ja, nein, nein, ja. Wir haben ihn ja nicht getötet. Wir haben ja nichts gemacht. Nee, dann nicht, nein. Du schuldest uns nichts. Du warst in Not, wir haben geholfen. Der Blick von Wesen. Und da heißt es, Hexer wären herzlos und dass sie ohne Bezahlung keinen Finger krumm machen. Es heißt auch, Mäuse entstünden aus faulendem Stroh. Zurück zur Spur? Wie gesagt, die führt zur Hauptstraße und endet dort. Sie ist verwischt. Sucht ihr jemanden? Er ist nett. Er ist nett. Vielleicht kann er uns hier helfen. Weil er kommt ja dem Anschein nach von hier. Ja, eine Frau.
Ja, eine Frau, mittelgroß, lange schwarze Haare. Hast du so jemanden gesehen? Nein, aber hier in Weißgarten gibt es eine Herberge, die einzige weit und breit. Da kommen viele Reisende durch. Vielleicht erfahrt ihr etwas. Seht ihr? Außerdem, die Wirtin ist meine Cousine. Sagt ihr, dass Bram euch schickt. Sie wird euch wie ein Familienmitglied behandeln. Keine schlechte Idee. Zumal diese Wunde gereinigt werden muss. Ah, kaum ein Kratzer. Aber ein Schnaps wäre jetzt recht schön kühl. Direkt aus dem Keller. Gehen wir. Quest aktualisiert. Ein neuer Eintrag wurde dem Bestiarium hinzugefügt. Drücke Rücktaste, um das Menü zu öffnen und ihn zu lesen. Das Glossar. Wir haben das Glossar. Also, okay, ja. Also, das Glossar. Genau. Klicke auf das Bestiarium. Bestiarium. Einträge im Bestiarium enthalten zusätzliche Informationen zu Monstern, darunter auch Tipps und Strategien, wie man ihnen am besten beikommt. Bestiarium schließen noch nicht. Also, der Greifen. Ja, halb Adler, halb Katze, wie auf dem Wappen des Grafen. Nur dieser hatte statt des Zepters meine tote Kuh in den Klauen. Anonymer Zeuge eines Greifenangriffs. Greifen waren einst nur hoch in den Bergen anzutreffen, wo sie Murmeltiere und Wildziegen jagten. Nach ihren ersten Kontakten zu menschlichen Siedlern wechseln sie jedoch eine sehr viel reichhaltigere und einfacher zu jagende Beute, nämlich Kühe, Schafe und Schäfer. Diese einst seltenen Kreaturen, halb Adler, halb Wildkatze, vermehrten sich daraufhin innerhalb weniger Jahre zur schlimmsten Plage der nördlichen Königreiche. Besonders verhasst sind die Unterarten Königsgreif und Erzgreif. Wirksam im Kampf sind Katetsche, eine Bombe, ein Hybridenöl und Art. Hybridenöl, weil es ein Hybrid ist aus Adler und Katze. Nekrophagen haben die Ghule. Ghule kriechen nachts heraus, halten ihren Leichenschmaus. Lebt ein Schmaus noch irgendwie? Kein Problem, den töten sie! Ist ein Kinderreim. Ach du Scheiße. Ghule und Gravaire sind schwer zu beschreiben. Man könnte behaupten, sie sehen menschenähnlich, doch tatsächlich sind sie die reinsten Negationen alles Menschlichen. Sie haben Arme und Beine wie Menschen, doch sie laufen auf allen Vieren wie Hunde oder Dachse. Sie haben menschenähnliche Gesichter, doch nach Zeichen von Erkennung, Vernunft oder auch nur Bewusstsein sucht man darin vergebens. Sie werden nur von einem einzigen Trieb gesteuert, der unstillbaren Gier nach Menschenfleisch. Und wirksam im Kampf ist Nekrophagenöl. Da. Dann gehen wir wieder raus. Ganz raus. Suche die Taverne in Weißgarten auf. Tu mir das doch gleich. Halte auf der Straße, Umschalt links gedrückt, ohne zu lenken, dann folgst du dem Straßenverlauf automatisch. Dein Pferd verliert keine Ausdauer, wenn es auf der Straße automatisch folgt. Okay, warte mal. Also, ein Greif so nah am Dorf? Jetzt warte mal. Seltsam. Das habe ich auch gedacht. Im Wald oder in ich halte jetzt mal nichts. Also nur W. Und auch nein. Bei der Hauptstraße. Vielleicht liegt es am Krieg. Alles voller Leichen, Blutgestank, verbranntes Fleisch. Das kann die Monster irre machen. Die Menschen auch. In Weißgarten müssen wir uns in Acht nehmen. Wir sollten verschwinden, sobald wir etwas erfahren haben. Alles klar, das ging doch mal nach einem super Plan. Hey, was eine wunderschöne Welt. Das glaubt man nicht. Weißgarten, die Klagebrücke. Besiedelte Gebiete. Du näherst dich einem Dorf. Störe dessen Frieden nicht. Denke daran, Wachen tolerieren Diebstahl nicht und sehen es auch nicht gern, wenn du andere übermäßig belästigst. Oft werden von den Einwohnern Anschlagebretter in Siedlungen wie Dörfern und Städten aufgestellt. Diese Anschlagebretter sind auf einer Karte mit diesem Zeichen markiert. Wirf einen Blick auf sie, um dich über Aufträge, Hexearbeit und lokale Ereignisse zu informieren. Links ist ein... Ich wollte gerade sagen, es ist ein Scheißhaus, aber es ist ein Pfosten. Boah, das ist cool. Meine Großmutter hat mir vom Schmiedejungen erzählt. Er war eines Tages verschwunden. Also haben die Leute einen Hexer, der auf der Jagd war, geschnappt. Nicht so schnell, Plätze. Nicht so schnell, Plätze. Lauf, Plätze. Ja, ja, ja. Jetzt hör doch mal auf, dein Pferd da üben zu scheuchen, ey. War es so ein Ertrunkener, der den Jungen entführt hat. Der Hexer hatte damit nichts zu tun. Ah, schön kalten Met.
Nimm das runter, sonst gibt's Ärger. Das ist ein Waffenrock. Die temerischen Lilien, die hängen da zurecht. Du bist nicht mehr in Temerien, Alter, sondern in Nilfgaard. Du kannst mich mal. Was? Hexer? Mit solchen Ungeziefer-Mutanten trinke ich nicht. Tut mir leid wegen dieser Gauner. Macht nichts. Das sind wir gewöhnt. Die Leute sind recht nervös hier. Armeen sind durchgezogen. Jetzt treibt sich ein Greif hier rum. Mhm. Wir hatten schon das Vergnügen. Er hat deinen Verwandten Brahm angegriffen. Brahm? Wie geht es ihm? Er lebt. Lässt dich grüßen. Werte Hexer, Essen und Trinken gehen aufs Haus. Was kann ich euch bringen? Nicht so laut. Dialoge, Handel. Durch Optionen, die mit einem Geldbeutel markiert sind, wird ein Handelsfenster geöffnet. Neue Gegenstände halten gegrilltes Hühnerbein mal 4. Geil. Gelbe sind immer Hauptfragen, die meist story-related sind oder die das Gespräch weiterführen. Der Geldbeutel zeigt mir an, was du zu bieten hast. Shop, ganz schön was los hier und kümmert sich schon jemand um den Greif. Ganz normale Gesprächsfragen. Ganz schön was los hier. Hier ist ja richtig was los. Das ganze Land ist unterwegs. Suchen nach Verwandten oder nach Schutz vor den Armeen. Essen, Trinken und ein warmes Nachtlager brauchen sie alle. Dann ist der Krieg bisher gut für dein Geschäft? Bisher schon. Frieden wäre mir trotzdem lieber. In diesen Zeiten weiß man nie, was einen am nächsten Tag erwartet. Ja, das stimmt schon. Normalerweise ist es so, wenn man die letzte Frage anklickt, dann beendet man das Gespräch. Deswegen lasse ich es jetzt erst einmal. Aber zeig mir mal, was du zu bieten hast. Zeig mal, was du so hinter dem Tresen hast. Handeln. Kaufe und verkaufe Gegenstände im Handelsfenster. Genau, denn das wird ein super toller Aspekt werden. Das gleiche wie bei Skyrim auch. Ich werde looten wie ein Ochse und im Nachhinein dann halt verkaufen, um halt das Geld zu kommen. Doppelklicke auf einen Gegenstand, um ihn zu kaufen. Drücke Escape, um das Handelsfenster zu schließen. Und ja, das ist quasi alles. Die hat 168 Kronen. Wir haben 250. Und die Frage ist nur, wir können auch solche Gewinnkarten kaufen. Das ist ein Kartenspiel, das sich durch das gesamte Spiel durchzieht. So ähnlich wie Pokémon. Karten sammeln im echten Leben, nur halt mit so Karten. Knödel. Die Frage ist nur, was holen wir denn? Redanischer Kräuterschnaps, Alchemiezutat. Okay. Mahakama-Schnaps, Alchemiezutat und Zwergenschnaps. Dann haben wir noch Nilfgaardischer Zitronenwodka, Kirschlikör, Alraunenlikör, Alkohest. Okay. Lokaler Pfefferwodka. Boah, da schießt ihr alles raus. Und Wasserflasche. Ich glaube, wir holen mal. Ah, doch. Genau, und Brot haben wir noch. Genau. Zack. Weil das brauchen wir nämlich, um unser Ding ein bisschen aufzufüllen, unser Leben und so weiter. So, aber wir sind wegen was anderem hier. Wir suchen nach einer Frau. Wir suchen eine Frau. Schwarze Haare, veilchenblaue Augen, schwarz-weiß gekleidet. Kam aus Richtung Weidendorf geritten. Und es mag seltsam klingen, aber sie riecht nach Flieder und Stachelbeere. So eine Frau habe ich weder gesehen noch gerochen. Ich würde mich wohl erinnern. Ja, es ist schwierig, sie zu vergessen. Aber hier sind viele Reisende von überall her. Vielleicht lohnt es sich, nach ihr zu fragen. Dialoge, Gespräche beenden. Durch Dialogoption mit diesem
Sprechbubble wird das Gespräch beendet. Aha, also, genau. Dieses Zeichen beendet das Gespräch, deswegen, das fragen wir dann doch nochmal. Kümmert sich schon jemand um den Greif? Gibt es schon einen Vertrag wegen des Greifs? Nein, noch nicht. Ein bisschen extra Geld können ja nicht schaden. Früher hätte der Dorfälteste sofort eine Kollekte organisiert oder den Herrn um Hilfe gebeten, wenn sich hier ein Monster niedergelassen hätte. Aber jetzt geht er nicht mal mehr aufs Klo, ohne die Schwarzen um Erlaubnis zu bitten. Und den Herrn haben sie wohl aufgehängt. Also, nein, kein Vertrag. Schade. Wir hätten was tun können. Aber nicht umsonst. Naja. Na, egal, vielen Dank für alles. Danke. Für alles. Soll ich dir beim Verbinden helfen? Bitte. So tatterig bin ich noch nicht. Dann frage ich nach Yennefer. Mhm. Aber denk dran, besser keine Aufmerksamkeit erregen. Alles klar. Die Schwarzen vermessen die Felder. Lass sie doch, solange sie nicht die Ernte verbrennen. Oh, Drommle, Drommle. Du bist dümmer als ein Hahn ohne Kopf. Warum ziehen sie die Linien, hm? Um unser Land aufzuteilen und ihren Leuten zu geben. Kann ich ganz kurz stören? Ich suche jemanden. Und wir suchen Ruhe und Frieden. Geh mir aus den Augen, Mutant, bevor dein Atem mein Bier sauer werden lässt. Dialoge Axi. Bei Optionen, mit die im umgedrehten Dreieck markiert sind, setzt du das Axi-Zeichen ein, das andere beeinflusst und ihnen deinen Willen aufzwingt. Und besonders widerspenstige Personen zu verhexen, die Axi sonst möglicherweise widerstehen können, investiere in die Fertigkeit Täuschung im Charakterfenster. Wir haben nämlich jetzt drei Optionen. Wir können entweder sagen, ich will nur reden. Wir können Aufmerksamkeit erregen und ihn vermanipulieren oder wir können einfach gehen. Aber wir probieren es mal. Ich will nur reden. Ich will nur reden. Bist du Taubstreuner? Hier redet niemand mit dir. Wenn du Gesellschaft suchst, dann steck deine räudige Schnauze in den Trog mit den Schweinen. Dem Scheißkerl hast du es aber gezeigt, Mieszko. Wir probieren es mal ohne Axi. Ich hätte vorher speichern sollen. Wir probieren es mal ohne. Meine Geduld geht zu Ende. Ich verliere gleich die Geduld. Dann rollen eure Köpfe. War nur Spaß. Wir wollen keinen Ärger. Habt ihr hier eine schwarzhaarige Frau in schwarz-weißer Kleidung gesehen? Wir wissen nichts, Meister. Lass uns zufrieden. Seht ihr, das Ganze funktioniert doch ohne Axi. Klar, wir hätten das jetzt machen können. Aber dann gäbe es ein klein wenig mehr Stress und das muss noch nicht unbedingt sein. Es gibt vier Farben. Vier was? Farben, Gruppen, Sorten. Wie Kreuz und Pik. Nur hat jede Farbe ihre eigenen Bildkarten. Außerdem gibt es Spezialkarten. Willst du nicht lieber Krieg spielen? Bis du das Spiel in meinen Kopf gekriegt hast, geht doch die Sonne auf. Ganz kurz die Herren. Was für eine Zeitverschwendung. Die Erde umkreist die Sonne, bevor du diese Regeln verstehst. Hast du kurz Zeit? Warum nicht? Aldert Geert, Assistenzprofessor für zeitgenössische Geschichte an der Akademie Ochsenfurt. Ich habe nur gefragt, ob du Zeit hast. Von Riva, ausgebildeter Hexer. Sorry, Riva, nicht Rivia. Ich suche nach einer Frau. Lange Haare, schwarz-weiße Kleidung. Hast du so jemanden gesehen? Natürlich nicht. Im Gegensatz zum Pöbel weiß ich, dass die Reiterin des Krieges ein Hirngespinst ist. Warte mal, Reiterin des Krieges? Reiterin des Krieges? Worum geht es da? Um ein Omen, sagen die Leute. Eine schöne Phantomfrau reitet nachts durch die Felder. Sie entspricht deiner Beschreibung. Armeen folgen ihr und ihren Weg zu kreuzen bedeutet Unglück. Den letzten Teil kann ich bestätigen. Weißt du, wo sie gesehen wurde? Nein, ich interessiere mich für Tatsachen, nicht für Märchen. Aber was machst du denn eigentlich hier? Hier würde ich keinen Gelehrten erwarten. Du fliehst wohl vor dem Krieg. Ganz im Gegenteil. Ich bin hinter ihm her. Ich will zur Front. Lebensmüde? Ich suche Wissen. Das ist mir wichtiger als das Leben selbst. Diesen Durst kann kein verstaubter alter Foliant stillen. Ich will die Invasion Nilfgaards mit eigenen Augen sehen, sie verstehen und in meiner Chronik aufzeichnen, meinem Hauptwerk.
Gehe zu deinen Büchern zurück oder schreib über den Krieg, wie er wirklich ist. Ich glaube. Naja. Ja, es ist, glaube ich, besser, wenn er das aufschreibt, weil für die Nachwelt, dass sie dann nicht den gleichen Fehler begehen. Interessant. Wir brauchen jemanden, der den Krieg beschreibt, wie er wirklich ist. Keine bunten Banner und bewegende Ansprachen von Generälen, sondern Vergewaltigungen, Grausamkeit und sinnlose Gewalt. Ah, wie ich sehe, fehlt dir der Schliff der Akademie. Vergewaltigungen und Grausamkeit sind Details, die im Kriegsverlauf nicht zählen. Zierat auf dem Mantel des Konflikts sozusagen. Hm. Sag das den Leuten, deren Häuser niedergebrannt wurden. Noch eine andere Frage. Ist der Krieg schon nach Novigrad gekommen? Hat der Krieg Novigrad schon erreicht? Nein, aber das ist nur eine Frage der Zeit. Nilfgaard steht am einen Ufer, Redanien am anderen. Gierig wie Hunde über einem Knochen sabbernd. An dem Knochen hat sich schon mancher Herrscher verschluckt. Stimmt. Wir schätzen unsere Freiheit in Novigrad und wissen, wie wir für sie kämpfen. Mhm. Vor allem die Gelehrten. Das Schwert ist nicht die einzige Waffe. Vergiss nicht, dass es Architekten aus unserer Akademie waren, die die Stadtmauern entworfen haben. Und noch keine Kriegsmaschine hat sie zerstören können. Hm. Na gut, aber wir haben leider nichts rausgefunden, also lebe wohl. Ich muss los. Bis dann. Warte mal, Hexer. Du bist doch ein Mann von Welt. Spielst du vielleicht Gwind? Nein, hab auch keine Zeit, es zu lernen. Aber die Regeln sind ganz einfach. Komm, wollen wir spielen? Dialoge Gwind. Durch die Optionen, die mit Karten markiert sind, wird eine Gwind-Partie gestartet. Warum eigentlich nicht? Warum nicht? Ey. Wunderbar. Also, es funktioniert so. Möchtest du das Gwind-Tutorial beginnen? Bitte. Bitte. Willkommen bei Gwind. Gwind ist an alten Karten. Okay, nochmal. Willkommen bei Gwind. Gwind ist ein altes Kartenspiel der Zwerge, das den Zusammenstoß zweier Armeen darstellt. Die Spieler sind Generäle und die Karten sind ihre Streitkräfte. Du beginnst. Lege eine Karte ab und ziehe dafür eine neue 0 von 2. Starthand. Zuerst ziehst du 10 Karten, das ist in diesem Spiel deine Hand. Du ziehst danach keine Karte mehr, setze diese 10 also klug ein. Stärke der Einheitenkarte. Dies ist eine Einheitenkarte. Die Zahl oben links zeigt ihre Stärke an. Wird die Karte auf dem Schlachtfeld platziert, wird dieser Wert der Gesamtstärke des Spielers hinzugefügt, der sie ausgespielt hat. Kampfreihen der Einheitenkarten. Dies ist das Kampfreihensymbol der Einheit, also ein Katapult. Das Symbol zeigt die Schlachtfeldreihe an, in der die Karte gespielt werden kann. Nahkampf, Fernkampf oder Belagerung. Spielt Spezialfähigkeiten von Einheitkarten. Manche Einheitkarten haben Spezialfähigkeiten. Die Spezialfähigkeit dieses katwenischen Belagerungsexperten heißt Moralschub und gewährt allen Einheiten in der gleichen Reihe plus 1 zu Stärke. Wetterkarten. Wetterkarten gehören zu den Sonderkarten. Sie reduzieren die Stärke aller Karten eines bestimmten Typs auf dem Schlachtfeld, auch die deiner eigenen Karten. Schnee macht Nahkampf, Nebel macht Bogenschützen und Regen macht Belagerung. Neu ziehen. Zu Beginn des Spiels kannst du bis zu 2 Karten abwerfen und neu ziehen. Überspringen wir diesen Punkt fürs Erste und kommen direkt zum Spiel. Rundenbeginn. Hier siehst du das Schlachtfeld. Dies ist deine Seite. Dies ist die Seite deines Gegners. Bei jeder Runde können die Spieler eine Karte auf dem Schlachtfeld platzieren oder passen. Anführer. Jeder Kartensatz hat einen Anführer. Dieser Anführer bringt eine Spezialfähigkeit mit, die pro Schlacht nur einmal eingesetzt werden kann. Du kannst die Spezialfähigkeit jederzeit einsetzen, indem du X drückst. Also hier unten ist unser König, oben ist sein König, General, Anführer, was auch immer. Das Ausspielen von Karten. Drücke Eingabe, um eine Karte aus deiner Hand auszuwählen und drücke noch einmal Eingabe, um sie auf dem Schlachtfeld zu platzieren. Du bist am Zug. So, und zwar würde ich mal sagen, wir fangen gleich mal an. Gehe gleich mal mit dem höchsten rein, oder nicht ganz dem höchsten, mit der 4. Die ist eine Bogenschützin. So. Und Enter. Platziere diese, haben gleich einen Wert von 4.
Gesamtstärke. Die Zahl links bei deinen Symbolen zeigt die aktuelle Gesamtstärke deiner Einheiten. Die Zahl rechts zeigt die aktuelle Gesamtstärke der betreffenden Reihe. Beide Zahlen werden aktualisiert, wenn eine Karte gespielt wird. Am Ende der Runde gewinnt der Spieler mit der höchsten Gesamtstärke. Passen. Wenn du am Zug bist, kannst du passen, indem du Leertaste gedrückt hältst. Wenn du passt, kannst du in dieser Runde keine Karten mehr ausspielen. Dein Gegner kann weiterhin Karten ausspielen, bis er ebenfalls passt. Du solltest passen, wenn du zuversichtlich bist, mit den bereits ausgespielten Einheiten gewinnen zu können oder um den Gegner gewinnen zu lassen und deine Karten für die nächste Runde aufzubewahren. Das Ende der Runde. Eine Runde endet, wenn beide Spieler gepasst haben, dann wird die jeweilige Gesamtstärke ihrer Einheiten und damit der Rundensieger bestimmt. Alle Karten auf dem Schlachtfeld werden abgeräumt und die Gesamtstärke des Spielers wird auf 0 zurückgesetzt. So, jetzt greift mein Gegner an. Er setzt eine 5 ein. Und hat, momentan ist er Sieger, er hat nämlich mehr. Deswegen gehen wir mal Belagerung. Habe ich noch was Belagerung? Ich habe noch die Ballistik, ist auch noch Belagerung. Okay, wegen diesem Attribut. Er hat auch Fernkampf. Weil damit können wir nämlich die Moral bzw. die Kräfte senken. Aber wir haben keine Nebel, was die macht. Okay, egal. Gehen wir mal nochmal eine 4. Setzen sie ein, sind nun auf 8, sind wieder über ihm. Er setzt Vanhemar ein und jetzt auf 9. Okay, ist ein nicht ganz so unharter Gegner. Ich gehe mal Nahkampf mit Siegfried von Denisle. 13 zu 9. Feuerskorpion. 14 zu 13, scheiße. Okay, warte mal. Ja, ist nur einer. Redanischer Fußsoldat. Sind wir beide auf 14. Er hat nur noch 7 Karten, ich nur noch 6. Okay. Ich gehe mit Detmold in den Fernkampf. 20 Punkte drüber. Er geht mit Puttkammer in den Nahkampf. Nee, auch Fernkampf. Er ist unter mir. Okay. Das ist ein einigermaßen gutes Zeichen. Ich gehe mal auf Belagerung mit Ballista. Denn die wird gleich nämlich auch noch gestärkt durch den Kollegen. Mordeisen. 22. Okay, ich liege noch. Noch bin ich drüber. Der Punkt dabei ist, alle Karten, die wir jetzt spielen, sind danach weg. Kann ich neue ziehen? Okay. Ah, ich kann auch Karten wegschmeißen. Okay. Ich gehe mal mit Moralschub auf 28. Ja, so 25. Ich will nicht passen, weil wenn ich jetzt passe, habe ich Angst, dass ich, dass er dann mehr kriegt und dann habe ich verloren, weil ich weiß ja nicht, was er noch hat. Na gut, jetzt passe ich aber auf jeden Fall, weil meine Moral runtersetzen ist doof. Das muss nicht sein. Ich passe. Runde gepasst. Und er hat 5 Punkte Unterschied. 29. Oh, scheiße. Lebensedelsteine. Der Rundenverlierer verliert auch einen Lebensedelstein. Das Spiel ist vorbei, wenn einer der Spieler beide Lebenssteine verloren hat. Ey, wir sind aber gleich. Fähigkeit der Nilfgaard-Fraktion ausgelöst. Nilfgaard gewinnt... Ach so. Okay. Scheiße. Okay. Gut. Der Gegner passt. Du bist am Zug. Fuck, ich habe halt nichts, was... Das ist seine Aktion. Der Nilfgaardische König, besser das Kaiserreich Nilfgaard. Sobald eine Runde gleichgestellt ist, gewinnt immer er. Was ist meine Fähigkeit? Durchsuche deinen Nachziehstapel nach extrem dichter Nebel und spiele die Karte sofort aus. Ach, toll. Ah, scheiße, das wollte ich gar nicht. Ja, kacke. Ah. Er ist schon gespielt. Okay. Ich muss leider jetzt auch passen. Und damit hat er dann gewonnen. Boah, Frost, aber alles rein. Aber jetzt haben wir halt... Ich habe halt nichts mehr, was ich jetzt machen kann. Müssen wir auch passen und er gewinnt. Nilfgaard gewinnt das Unentschieden. Damit haben wir verloren. Die erste Runde gewinnt. Ging komplett in die Hose. Niederlage.
Profi-Tipps. Es ist keine Schande zu passen und den Gegner eine Runde gewinnen zu lassen. Manchmal ist es besser, die Karten für später aufzubewahren. Jeder Kartensatz hat außerdem eigene Helden. Helden sind hochwertige Karten, die gegen die Effekte von Sonderkarten immun sind und das Schlachtenglück wenden können. Das Finden von Karten. Sammle mehr mächtige Karten, indem du bestimmte Quests abschließt oder bei Karten bei Händlern erwirbst. Yep. Gut. Tja, ist kein Spiel für jeden. Man muss analytisch denken können. Wenn du mal in Ochsenfurt bist und gegen einen echten Meister spielen willst, frag nach Stjepan. Er ist ein schlichter Tavernenwirt, aber Gewinn spielt er wie kein Zweiter. Ich denke dran. Danke. Na gut. So, aber mit dieser wundervollen Runde Gwent bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen dieser Folge. Doch ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Also bis dahin, haut rein, tschö mit ö und gehabt euch wohl.